Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Far Cry 6. Und ja, heute, wir müssen weitermachen. Wir müssen dieses ganze Gebiet bereinigen. Boah, das ist ganz schön heftig, was da auf uns wartet heute. Und zwar habe ich das mal markiert. Ihr seht hier, wir haben hier, oh, nehmen wir mal den. Kontrollpunkt Luftabwehr, Kontrollpunkt und FND, Marine Wartungsstation Yara. Ich hoffe, mit dem Ton klappt alles. Und wir haben Oluso wieder am Start. Oh, da schießt schon. Was ist denn da los? Olli? Oh. Ah, hat sich schon von selbst erledigt. So, auf geht's. Trifft Klaras in der Richtung? Braucht man nicht. Wir müssen erstmal hier Bambule machen, ordentlich. Sorry, dass gestern keine Folge kam. Aber ihr wisst ja, ne, Arbeit geht vor. Sonst steigt mir der Chef aufs Dach. Und dann war es das auch mit dem Let's Play, weil die Spiele kosten mittlerweile so viel Geld. So viel Geld. Glaubt gar nicht. Wo ich damals angefangen habe mit Spielen. Es ist nun schon ein Stückchen her. Ja, kann ich auch zugeben. Und da gab's, weiß ich nicht, könnt ihr ja googeln. Den Sega Mega Drive gab's da. Sega Mega Drive. Von Sega. Eine Spielkonsole. 16-Bit. Und das war Hightech pur damals gewesen. Da gab es Spiele wie WrestleMania oder FIFA. Naja, nicht mal FIFA. Fußball-Weltmeisterschaft hieß das Ganze. Und Mortal Kombat tatsächlich. Die ersten Teile Mortal Kombat gab es da auch. Und da habe ich angefangen mit Zocken. Und da waren die Spiele noch nicht so teuer wie jetzt. Und dann sind die Spiele ja jetzt teilweise auch nicht einmal fertig. Also siehe Cyberpunk. Siehe Battlefield 2042. Da muss so viel gemacht werden bei den Spielen und es bezahlt eben einen Haufen Geld. Und darum, Arbeit geht vor, damit wir auch weiterhin gute Unterhaltung haben. Also ich hoffe, es ist gute Unterhaltung. So, haben wir ein bisschen Zeit tot gequatscht. Olivia ist schon in Rage hier. Die will loslegen. Das machen wir jetzt auch. 300 Meter. Ich denke mal über die Kuppe drüber und dann sind wir da. So, durch hier. Pistole haben wir am Start, Schalldämpfer ist drauf, Wildschwein ist vor uns. Alles cool. So, ich denke mal, solange wir auf die Wildschweine nicht schießen, sind die jetzt auch keine Gefahr für uns. Olivia ist gut. Lass die Tiere in Ruhe. So, dann schauen wir mal. Da. Okay, Kontrollpunkt. Ein Alarm. So. Ah. Warum treffe ich den Alarm nicht? Weil der ein bisschen nach links vorbeigeht. Okay. Na, halt still, halt still. Das kann doch nicht sein. Der Alarm bleibt an. Okay, macht nichts. So. Ein Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen. So, den hätten wir. Und da guckt dieser orange Kasten da, wo ich hier drauf ziele. Okay, jetzt ging's. Mr. Vorführeffekt. So. Treffer. Der weiß nicht, wo es herkommt. Und down. Der LKW jetzt anhält. Haben wir noch einen Gegner mehr? Aber der fährt weiter. So, im Endeffekt. War es das schon mit dem Kontrollpunkt? Ich denke mal, wenn wir dann da drüben sind, dann ist das alles wieder aktiviert. Wie kommen wir da jetzt am blödesten rüber? Schlüssel haben wir schon mal. So, nein. Olivia regelt. Gott, schwimmen wir mal hier rüber. Nein, ins kühle Nass hier. Kletterhaken wird es dort nicht geben, oder?
So, komm, Dani. Hopp, 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 hopp. Ah, durch hier. Ah, zack, gegen die Strömung. Wie im echten Leben. Dann, mal auf die Pistole. Oh, hier steht schon ein Jeep. Sehr schön. Oh, 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 Olivia, nein. Gutes Mädchen. So. So. Und zack. Jawohl. Ach. Ein herrliches Geräusch. Kampfmusik am frühen Morgen. Ja, ich nehme tatsächlich vor der Arbeit auf. Gut. Geklärt. Ja. Wieso geht's da nicht rein? Ach, jetzt geht's. So, erstmal alles einsacken, was hier rumliegt. In den letzten Folgen ja ziemlich viel Munition verballert. Hier war gerade noch irgendwas. War hier Benzin. So. Hier ist nichts mehr. Hör mal hier. Benzolhammer. Zack, Benzol. Ausrufezeichen ist hier im Gebäude. Morgen. Zack, nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir auch den Kontrollpunktschlüssel, okay. Draußen wird schon wieder geballert. Mehr ist ja nicht drin, ne? Nein. Hallo. Hey. So. Olli, raus aus dem Feuer. Gut. Das Ding, Hammer. Okay, Benzin. Und dann holen wir uns hier noch den Auftrag. Hallo. Der will noch nicht. Ja, ich würde es wirklich gerne nehmen. Aber ist halt. Ist noch nichts hier. Müssen wir halt mal kurz warten. Jetzt? Nein, will er nicht. Kurz aus der Range rausgehen. Jetzt? Nein. Na gut. Dann holen wir uns den Auftrag am nächsten Kontrollpunkt. Richtungsanzeige. Da. Entschuldigung, Frosch im Hals, da keine Miete zahlt. Bewegen wir uns auch direkt in Richtung Hauptmission gleich mal. Und los. So, gibt mir der Olli auch mal was zu tun. Kann dich hier mal loslegen. Und zack. Sehr schön, gutes Mädchen. So, war hier irgendwas? Ist da gerade irgendwas? Ich habe nicht ganz aufgepasst, was da angezeigt wurde. Wir nehmen mal den Bergpass. Oh, komm, können wir uns hier wieder irgendwie hoch? Nein? Dann gehen wir den Weg. Und dieser Weg hier, der wird kein leichter sein. Was ist denn das hier unten eigentlich? Tückisch. Ja, Olli, ich hab's gesehen. Doch. Ernsthaft? Scheiße, bin ich gut. So. Was ist hier? Aufsehen. Und dann kommt hier irgendwo noch ein berittener Reiter. Da kommt er. Wo auch immer der hin will. Na? Schuss ins Genick. So.
Olli, hast du? Ja. Gut, komm, wir gehen weiter. Bisschen was zu tun. Ja, los. Laden wir schon mal nach. Und dann geht's ab. Oh, FND Panzerschießplatz. Was? Gut, ich sehe jetzt direkt keinen Gegner. Da vielleicht, rechts von uns. Gut, müssen wir jetzt nicht. Nee, das müssen wir jetzt nicht. Wir holen uns erstmal einen Kontrollpunkt. Ich bin halt gerade am Überlegen, ne? Mache ich das nicht? Aber hier gibt's nichts. Außer einen Panzer. Bleib mal kurz hier stehen. Wir lassen ihn vorbei. Gut. Olli, komm. Wir müssen zum Kontrollpunkt. Ab durchs Dickicht. Oh. Vorsicht. 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 Kontrollpunkt der Dotter. Nehmen wir. Okay, schön vorsichtig. Da ist ein Ingenieur. Und da hinten ist ein Alarm. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Sack. So. Positionswechsel. Und jetzt laufen die alle dahin gucken und wir gehen aber andersrum. Hoffentlich nicht irgendwo ein Stolperdraht. Sunny, Sunny, kannst du dir holen, Olli? Zack! Nummer 2 auf der To-Do-Liste heute erledigt. Gar nicht mal so schlecht. So, again. Okay. Nehmen wir wieder alles mit. Genau, Olli, komm hier rein. Genau, komm in Sicherheit, komm in Sicherheit. Lass die ruhig ballern. So. So. Gut. Ja, dann geh doch hier weg. Immer diese Ankündigungen. Ich werde das tun, ich muss hier weg und dann im Endeffekt passiert gar nichts. Olli, ganz ruhig. Ist immer noch was rot, hä? Wenn du auf mich schießt, ich wollte gerade sagen, dann ist hier aber Polen offen. Gut. Die iranischen Pesos nehmen wir uns noch mit. Hier oben steht ein LKW einfach so rum. Wartet mal, wir schauen mal, was ist denn das? Hat nichts mit unserer Mission von heute zu tun. Und dann geht's wieder, liebe Grüße an den Let's Player-Kanal. Ich wollte nämlich mal eine andere Waffe nehmen. In den Orbit, zack. Die hatten wir zwar schon. Aber in der letzten Folge habe ich ein bisschen vorbeigeschossen, also geht's hier los. Wie kommen wir da hin, Olli? Wie kommen wir da jetzt am blödesten hin? Ah, hier lang auf jeden Fall schon mal nicht. Durch die Panzerdivision. Was ist denn heute los mit meinem Hals? Durch die Panzerdivision bin ich jetzt auch nicht durch. Das knallt schon wieder an allen Ecken und Enden.
Nur wenn damals Rang 10. Tja, hier gehen wir hoch. Kommt mal langsam Licht am Ende des Tunnels hier. So. Und hier rein. So. Wiedersehen. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Alles sauber? Keine Feinde? Was ist denn hier los? Die uns das kampflos hinterlassen? Gut, macht nichts. Der Mörser hier scheint auch da unten zu dem Kontrollpunkt zu gehören. Der hier. So. Hä? Aha. Und zack. Feuer frei. Irgendwas haben wir getroffen, aber keine Ahnung was. Benzin. So teuer, wie das heutzutage ist. Warte mal, Olli, da ist irgendwas. Wird nichts. Schade. Schade. Auf jeden Fall kommt was in unsere Richtung gelaufen. So, gucken wir mal. Gehen wir mal schauen, wir kriegen Besuch. Hier ist irgendwas rot. Hä? Ach, hier rennt er. Los. Gib mir Deckung! Segundo! Wir haben einen Puma! Confirmado! Los, hier! Leckers, mit dir! Gutes Teamwork. Okay, wo geht's jetzt hin? Da geht's dann hin. Na dann. Auf ins Vergnügen. Darüber müssen wir. Da der Yachthafen. Hallo. Ist noch irgendwas rot? Ballert denn hier? Das ist mein Kontrollpunkt. Mach mal die Finger weg. Schnapp zu. Komm zurück. So. Steh auf. Alles wieder gut. So, jetzt helfen wir dir noch hoch. Gut, brauchen wir gar nicht. Hast schon überstanden. Hier oben vielleicht irgendwas vergessen? Nein. Okay, super. Super. Schauen wir mal. Marinewartungsstation. Oh, das ist ein ziemlich großes Gelände, Leute. Hallo. Olli, weg! Och, Olivia! Komm hoch! Toll! So! Ja, genau, so! Komm her! Komm her, alles gut! Alles gut! Braves Mädchen! Okay, was haben wir hier vorne? Scheiße, mein Sprühkommando. Es war mal ein Sprühkommando. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf den Timer schaue, nächste Folge kümmern wir uns dann um den Yachthafen. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ich sehe hier schon Automatikgeschütze. Oder ist das ein Scharfschütze? Warte mal. Nächste Folge kümmern wir uns dann hier um den Yachthafen. Also, seid gespannt, wie ich auch dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.